Hallo Reisefreunde, willkommen im 12. und letzten Teil unserer Reise in den hohen Norden. Blicken wir mal kurz zurück, was wir zuletzt gesehen haben. Auf dem Inlandswegen legten wir in Östersund einen Übernachtungsstopp ein und besichtigten das bekannte Jämtli-Museum. Weiter ging es dann auf der E45 nach Mora, der Stadt der Messer und der Dalarna-Pferde, dessen Herstellung wir beiwohnten. Der nächste Stopp war in der Nähe von Christinehamn am Wennernsee, in dessen Nähe wir die Kugelmühlen der letzten Eiszeit bestaunen konnten. Unsere geplante Wanderung im Tibet-Nationalpark endete mit wetterbedingtem Abbruch. Ja, und mit dieser Szene endete dann unser letztes Video. Könnt ihr es erkennen, wo die Stecknadel ist? Da sind wir. Und da ist auch Regenwetter. Tja, unsere geplante Tour im Tibet-Nationalpark fiel sprichwörtlich ins Wasser. Hier mal ein kleiner Überblick, wo wir uns überhaupt befinden. Wir waren ja im Tibet-Nationalpark und ihr seht es, nicht mehr viele Markierungen sind hier auf der Karte für diese Reise übrig, bevor es wieder in Richtung Dänemark geht. Aber noch sind wir nicht am Ende der Reise und es geht weiter. Wir fahren zuerst mal vom Tibet nach Karlsborg, wo wir Gas tanken und uns die Füße vertreten. Ja, wir sind nicht mehr im Tibet Nationalpark. Wir haben den Regen im Tibet gegen den Regen hier in Karlsborg getauscht. Oh Mann, manche wären froh, sie hätten eine eigene Regenwolke. Dann käme wenigstens ein bisschen nass. Aber uns geht unsere so langsam auf den Keks. Naja. Ja, seht es. Wir sind jetzt nicht mehr am Wennern, sondern wir stehen hier am Vetternsee, dem zweitgrößten See in Schweden. Die sind nicht weit auseinander, liegen auf gleicher Höhe, kann man sagen. Wir haben eben schon den Götakanal passiert, aber es regnet und regnet. Nachdem wir uns in Karlsborg die Füße ein wenig vertreten haben, fuhren wir weiter nach Spiken, einem kleinen Hafen am Vänern. Am nächsten Morgen ging es dann weiter für uns in Richtung des Hunnebergs. Da Hunde. Soll es ganz viele Elche geben, aber... Lassen wir uns überraschen, ob der Elchberg für uns auch Elche bereithält. Wenn ja, werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Vorausgesetzt, wir sind schnell genug. Von unserem Übernachtungsplatz in der Marina von Spiken in der Nähe von Lagerslöt ging es für uns zuerst in Richtung Lidköping. Bei Lidköping haben wir auf die E44 gewechselt und sind dann so langsam in Richtung unseres heutigen Ziels, dem Hunneberg, gefahren. Hier ist das Wandergebiet Hunneberg bzw. hier der Hunneberg und hier der Halleberg. Wir befinden uns jetzt gerade hier. Da kann man mit dem Wohnmobil auch gut übernachten, gut parken. Und wir suchen uns jetzt mal eine kleine Schleife, die wir laufen. Ihr seht es, das ist ein Parkplatz, auch für Wohnmobile. Und hier kann man kostenlos für 24 Stunden stehen. Der Parkplatz leert sich mit Sicherheit zum Abend hin noch gewaltig. Vielleicht stehen noch mit uns zusammen ein, zwei Wohnmobile dann hier oben. Ihr seht die dunklen Wolken, das heißt, dem Wetter ist nicht allzu viel zu trauen. Deswegen Conny hat die Regenjacke an. Ich habe sicherheitshalber mal den Poncho eingepackt. Hier soll es auch noch einen Wasserfall geben. Und genau auf den Spuren desselben laufen wir nun. Seht euch mal die Färbung des Wassers an.
Das kommt hier von dem moorigen Untergrund hier auf dem Hochplateau. Nein, wir haben uns nicht verlaufen. Wir sind auf einem ausgezeichneten Weg. Hier sieht man es an dieser Markierung. Nur ich glaube, das ist eher ein Wildwechsel als ein oft begangener Geologiesteig, wie er heißen sollte. Wir versuchen mal, ob wir dem richtig guten Weg wieder etwas näher kommen. So sieht es aus, wenn man hier wandert. Der hier rumläuft, sollte nicht unbedingt Angst um seine Klamotten haben. Die werden halt mal schmutzig. Es gibt Bürste, es gibt Waschmaschine und es gibt Waschmittel. Gott sei Dank. Dass es hier so nass ist, klar. Was hat es die letzten Tage, beziehungsweise auch hier in der letzten Stunde geregnet, darf einem nicht verwundern, wenn plötzlich Wasser auf den Wegen steht und die Steine und Wurzeln glatt sind. Ich sehe die nächste Markierung schon. Also, wir sind immer noch auf dem Weg. Weiß nicht, ob ihr sie auch erkennen könnt. Da vorne an dem Bäumchen ist wieder eine Markierung. Wir sind immer noch auf dem richtigen Pfad. Ha! Ja, wieder richtige Wegemarkierungen. Da sind wir sprachlos. Seht ihr den Himmel da hinter mir? Das sieht aber nach nass aus. Ich glaube, wir schauen jetzt zu, dass wir wieder zu unserem Auto kommen. Dieser Teil des Geologiesteiges, den wir jetzt eben durch den Wald gelaufen sind, hat definitiv schon längere Zeit keiner mehr begangen. Der Himmel wird leider immer dunkler. Was habe ich gesagt? Der Parkplatz leert sich zum Nachmittag hin schon. Und heute Abend, gehe ich davon aus, stehen wir vollkommen alleine hier. Ja, und ihr seht auch richtig, es kommt nass von oben. Genau der rechte Zeitpunkt, die Wanderung hier zu beenden. So, rein, bevor die Dusche richtig anfängt. Tja, das nenne ich doch mal Punktlandung. Wir sind trocken am Fahrzeug angekommen, aber angesichts des Landregens hier haben wir hier den Tag ausklingen lassen und am nächsten Morgen ging es für uns weiter. Hallo. Hallo. Guten Morgen.
Wir sind vom Huneberg runtergefahren und ins nahe Trollhättan gefahren. Das ist der bekannte Trollhättan-Fall. Aber genau wie beim letzten Mal, als wir hier waren, das war 2021, sind die Wasserfälle abgestellt. Damals hat man es auf Corona geschoben. Heute heißt es Energiemangel. Bedingt durch den Ukraine-Krieg hat man hier die Energie zurückgehalten, weil täglich für, ich glaube, eine Stunde oder sowas wurden hier die Schleusentore geöffnet und pro Sekunde strömen hier 300.000 Liter Wasser durch. Und das will man sich aufhalten für Zeiten, wenn man es mal braucht. Wir werden uns jetzt Trollhättan noch mal etwas anschauen. Der Stellplatz ist hier unten drunter und von Google Maps nicht einfach zu finden. Es nutzt einem nämlich falsch. Aber da wir wissen, wo er ist, haben wir es auch so gefunden. So was sehen wir auch nicht alle Tage. Das ist nämlich eine Hebebrücke. Wie man sieht, die geht sogar bis 27 Meter hoch. Also schon gewaltig. Da kann schon mal ein Schiff durchfahren. Und wie man sieht, ein batteriebetriebenes, ein Hybridboot. Auf der einen Seite des Kanals die Stadt mit Fußgängerzone, Wohn- und Geschäftshäusern, und dreht man sich 180 Grad um, hat man hier eine schön abgeteilte Zone, in der auch ein kleines Strandbad integriert ist. Das Strandbad hat eine große Tradition. Es war schon Ende 1800 noch irgendwas, war das schon als Strandbad eingerichtet. 1954 wurde hier das mal erneuert und jetzt zum Jahre 2024 nochmal. Hier sieht man, wo das Wasser aus dem Kraftwerk herausschießt. Also hier seitlich ist praktisch der Trollhättan-Fall, der momentan halt eingebremst ist. Und auf der anderen Seite seht ihr die Wohnmobile. Und dort wartet auch unsere Betty auf uns. Hier sieht man das Wasser, was aus dem Kraftwerksblock hier rauskommt. Läuft da unten raus. Und hier ist nochmal ein Kraftwerksblock, der dem anderen nachgeschaltet ist. Eine insgesamt wahnsinnig große Anlage. Wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, Eichen zu sehen. Weiter oben im Norden findet man die Eichen überhaupt nicht. Aber hier bei Trollhättan, ja gut, wir sind im Süden, sind sie wieder vertreten. Dieser Trollhättan-Fall hat ja eine ganz schöne Fallhöhe. Und dass man da die Schifffahrt, die ja auch Waren transportierte, nicht gänzlich auf die verzichten musste, hat man hier vom Unterlauf über verschiedene Schleusenstufen hat man da eine Möglichkeit geschaffen nach oben bzw. auch vom Fennern umgekehrt.
So sah der Teil 1844 aus. So sieht es auf jeden Fall heute aus. Lange nicht mehr in Betrieb. Sind hier die Schleusenkammern aufgereiht. Und hier runter hat man das Becken, wo die Schiffe festmachen konnten, um dann im weiteren Verlauf hier runter geschleust zu werden. Oder halt im umgekehrten Fall hier rauf. Eine zeitreibende Geschichte. Euch ist in Trollhättan ein Fahrrad abhanden gekommen? Wir haben es gefunden. Da unten liegt es. Ja, das hier ist der Umgehungskanal. Ihr seht, wann der eingeweiht wurde. Am 14. August 1800. Die fühlen sich scheinbar hier wohl. Hier stehen wir an dem heutigen Kanal, der für die Schifffahrt zur Verfügung steht. Wir laufen jetzt so langsam wieder zurück Richtung unserer Betty. Ja, und dafür der Aufwand mit den Staustufen und den Wasserkraftwerken. Hey, hey, wie man in Schweden sagt, für Hallo. Ja, hey, hey. Wir haben heute Morgen den Huneberg verlassen, den wir gestern erwandert haben, wenigstens zum Teil, ihr habt die Bilder gesehen, und sind hier nach Trollhättan gefahren. Trollhättan, eine Bezirksmetropole knapp unterhalb des Vänernsees. Und wir haben hier eine Runde in der Stadt gedreht. Aber was für eine? Nein, wir haben euch nicht die urbane City gezeigt, sondern, Conny? Die Wasserkraft, die Kanäle, die Schleusen, ganz, ganz viele Schleusen gibt es hier. Genau, die Schleusen. Ich weiß nicht mehr, ob sie noch benutzt werden. Nein, die alten Schleusen werden definitiv nicht mehr benutzt. Die sind aus dem Jahre 1800. Die sind für die heutige Schifffahrt viel zu klein und ungeeignet. Aber parallel zu dem alten System wurde ein neues System etabliert, was allerdings auch nicht wirklich mehr der Warenwirtschaft oder dem Warenwirtschaftstransport zählt, sondern eher, ich sag mal, dem Vergnügen. Ein Vergnügungsboot fährt hier langs. Und der ein oder andere private Skipper nutzt diese Route auch noch. Wir haben jetzt heute auf diesem Wege 13,5 Kilometer erwandert. Und ja, ich würde sagen, es reicht für heute. Wir legen jetzt mal die Füße hoch und morgen geht's weiter in Richtung Göteborg. Genau, wir schauen mal. Vielleicht können wir dort auf dem Campingplatz uns für 2 Tage einmieten. Ihr werdet es sehen. Okay, also bis morgen. Tschüss. Das ist ein Symbol, oder? Ist ein Symbol, oder? Links abbiegen auf Landwerksseite. So, dann fahren wir nochmal über die Brücke. Und dann war es das auch mit Trollhättan. Zu dem Aussichtspunkt. Unsere Reise geht weiter in Richtung Göteborg. Göteborg liegt von Trollhättan aus gesehen nicht wirklich weit weg. Man könnte auch über die Schnellstraße fahren, die E45, aber wir haben es vorgezogen, Nebenstrecken zu fahren. Am Liesebergsbühnen Camping haben wir uns dann für 2 Tage einen Platz gesichert. Ausgeruht und gut gefrühstückt machen wir uns am nächsten Morgen dann auf, um Göteborg mal etwas unter die Lupe zu nehmen.
Der Lüsebergsbühnen Camping ist etwas außerhalb gelegen, aber in vielleicht 500 Meter Entfernung ist die nächste Haltestelle und so geht es dann für uns mit der S-Bahn in Richtung Stadtmitte. Von der Haltestelle aus geht es zu Fuß zuerst mal in Richtung Bahnhof, dem verkehrstechnischen Zentrum Göteborgs. Nicht weit davon entfernt ist der Hafen gelegen und am Hafen sieht man hier die Oper. Wir haben Glück, denn hier die Deutsche Kirche ist geöffnet und wir können einen Blick hineinwagen. Die Kirche liegt schön an einem Hafenkanal. Die Grundsteinlegung der steinernen Kirche erfolgte im Jahre 1634. Im Jahre 1648 konnte sie dann feierlich eingeweiht werden. Die Königin Christina hatte den Bau der Kirche finanziell gefördert und verlieh der deutschen Gemeinde im April 1649 grundlegende Privilegien. Daher wurde die Kirche auch nach der Königin Christina benannt. Wenn ihr mal hier in Göteborg seid, dann können wir euch an und für sich nur diese kleine Bootstour, die wir auch gemacht haben, empfehlen. Denn sie führt über die Kanäle der Stadt auch hinaus auf das Hafengelände und man bekommt vieles Interessantes vom Guide mitgeteilt. Natürlich haben wir diese wunderbare Markthalle hier mitten in Göteborg auch mal besucht. Hier wird für jeden Geschmack entsprechend was angeboten. Wer hier nicht fündig wird, dem ist, glaube ich, nicht zu helfen. Fleischwaren, Wurstwaren, diverse Sachen. Hier könnt ihr alles erwerben. Sogar leckeres Brot, was uns auf der gesamten Reise im Norden etwas abgegangen ist. Hier konnten wir es bekommen. Ist man mal hier in Göteborg, gehört natürlich ein Besuch der Haga auch mit dazu. Bekannt ist dieses Viertel für die traditionellen Holzhäuser, die kopfsteingepflasterten Straßen und die Festung Skansen-Kronan aus dem 17. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert war es auch auf Geheiß der Königin Christina errichtet worden und damit wurde Haga der erste Vorort Göteborgs. Ursprünglich ein Vorort für die Arbeiterklasse mit schlechtem Ruf, entwickelte sich Haga nach und nach zu einem populären Ort für Touristen und Einheimische. Hier finden sich gemütliche Cafés und Bars im Stil des 19. Jahrhunderts.
Die Gegend lockt außerdem mit Bistros und Bäckereien, in denen unter anderem die leckeren Zimtschnürchen verkauft werden. In kleinen Ladengeschäften werden Bücher, Kunsthandwerk und allerlei Strickwaren angeboten. Während der 1980er Jahre wurde das Viertel grundlegend saniert. Wir sind heute unterwegs gewesen in Göteborg. Ja, wir haben auf 17 Kilometer Abschuss das Rappen hinter uns gebracht und haben uns die Stadt ein wenig angeschaut. Conny, was hältst du von Göteborg? Ja, wenn das Wetter schön ist und man kann schön laufen, ist schon viel zu sehen. Viele große Häuser, viele Menschen, ein Hafen mit tollen Schiffen. Ja, aber auch der Lärm einer größeren Stadt ist hier wahrzunehmen und da sind wir so gar nicht gewöhnt. Wir sind halt Landeier. Okay, wir waren anschließend noch in Göteborg zu Abendessen. An die Preise hier muss man sich auch erstmal gewöhnen. Aber dafür war es lecker. Ja, morgen früh heißt es hier Göteborg den Campingplatz wieder zu verlassen. Und wir fahren dann entlang der Westküste so langsam Richtung Süden, so langsam Richtung Malmö. Aber da seid ihr wieder mit dabei. Von heute oder für heute würde ich sagen, es reicht. Also uns reicht's mit den 17 Kilometern auf jeden Fall. Es ist halt nicht wandern wie in der Natur. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss. Ja, wie gesagt, unser Weg führt uns so langsam in Richtung Süden von Göteborg aus in Richtung Malmö. Natürlich machen wir auf dem Weg noch ein paar Mal Stopp und genießen noch ein paar schöne sonnige Momente, genießen auch einen wunderbaren Sonnenuntergang, von denen es auf der gesamten Reise ja leider nicht allzu viele gab. Am nächsten Morgen suchten wir uns einen wunderbaren Frühstücksspot und konnten noch ein paar Meter in den Schärengärten Schwedens wandern. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Ja, und so kam auch der 22. Juni, Midsommer und das Fest der Schweden. Man sieht, es ist in vollem Gange. Wir haben dem Treiben zugeschaut und es hat uns wirklich gut gefallen. Ein ausgelassenes Fest für Jung und Alt. Ja, tags darauf hieß es wieder mal Tschüss Schweden. Wir haben die Grenze nach Dänemark überquert und sind zur Insel Rømø gefahren. Dort haben wir quasi 2 Tage Urlaub vom Urlaub gemacht, haben ein paar schöne Stunden am Strand verbracht und haben den Strandseglern etwas zugeschaut, wie sie hier auf dem Strand entlang brausten. Nach diesen beiden Tagen der Erholung ging es dann für uns wirklich nach Hause. Nach 69 Tagen und 12.743 Kilometern beenden wir diese Reise nun in heimischen Gefilden. Wenn euch das Video gefallen hat,
Gebt uns doch bitte ein Däumchen nach oben, schreibt uns einen Kommentar und diejenigen, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, wir bitten euch, dies zu tun. Euch kostet es nichts, aber uns bringt es ungemein weiter. Vielen Dank dafür. Denkt auch an das Glöckchen, dann bekommt ihr immer Nachricht, wenn von uns was Neues kommt. Ihr kennt den Spruch, nach der Reise ist vor der Reise und wir haben noch so einiges vor. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Reise wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss.